Nächster Redner am Wort, Werner Kogler, Finanzsprecher der Grünen. Danke, Herr Präsident. Herr Finanzminister, ja, es ist natürlich schon ein mutiger Spagat, dass er ausgerechnet ein Abgeordneter aus dem Bundeslandwahlkreis Kärnten beim Tagesordnungspunkt, wo es eigentlich um Entwicklungszusammenarbeit und die Republik Kirgisien geht, die zugegeben großen Kärntner Probleme strapaziert. Aber wir hätten uns das nicht erlauben dürfen. Ja, beim Bundesfinanzrahmen hat es ja dazu gepasst, aber es war ja nicht der Bundesfinanzrahmen der Republik Kirgisien. Jedenfalls, beim Bundesfinanzrahmen hat es genau dazu gepasst, weil da haben wir ja auf die 4, 5 Jahre die 2,5 Milliarden eingestellt. Im Übrigen höre ich, und ich möchte das ja dann auch öffentlich durchaus verlautbaren, dass die Möglichkeit dieser Aussprache besteht morgen, zu welchem genauen Zeitpunkt auch immer, damit wir das diskutieren, aber wie ich es heute schon gemacht habe, zum Teil auch hinterfragen kann. Das hat der Kollege Obernosterer aber wieder korrekterweise, glaube ich, gesagt, das kostet dem Steuerzahler immer noch sehr viel. Also wie weit Ihre Aussage aufrecht bleibt, dass da vom Bund nichts mehr dazukommt, das werden wir morgen diskutieren, genau. Machen wir da den Strich drunter, weil insgesamt, das muss man mal aufmachen, die Rechnung, was das Ganze kostet hat natürlich, wenn die Bayern nimmt, ja, sind ja auch Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sind ja nicht nur unsere Feinde, ja, auch Kärnten netto letztlich, ein bisschen was für die anderen Bundesländer, die jetzt zwar besser aussteigen, ja, und natürlich und in erster Linie der Bundessteuerzahler, dann kommen wir auf einen Beitrag der öffentlichen Hände über alles drüber, sicher von 15 Milliarden aufwärts, ja. Da ist diese Gläubigerbeteiligung von rund um die 1 Milliarde, also eher nicht so groß, sagen wir es einmal so. Ja, die deutschen Banken freuen sich, die haben ja eine Vorschreibung de facto bekommen von der EZB, also auf die Hälfte abzuwerten. Nicht? Die machen jetzt zumindest im Buch wieder super Gewinne, andere auch. Also wir werden es uns anschauen. So, Republik Kirgisien, mein Gott, dort haben Investitionsschutzabkommen schon einen gewissen Sinn, auch aus Sicht der österreichischen Investoren, keine Frage. Es ist aber nicht das erste Mal, sondern so eine Tradition seit 2013/14. Solange erkennen wir die Probleme, stimmen wir da tatsächlich gegen diese Investitionsschutzabkommen, weil diese ganzen Investitionsschutznormen unserer Meinung nach überhaupt noch nicht ausgereift sind. Und Sie wissen ganz genau, worauf ich jetzt hinaus will und möchte das da nur noch einmal deponieren, diese ganzen, auch die besten Entwicklungen zu den, oder die besseren zu diesen Investitionsgerichten, sie genügen nicht. Ja. Jetzt könnte man es da vielleicht brauchen, aber wenn wir wieder, auch da nehme ich Bezug auf ein viel größer gelagertes Thema momentan, wie das Kanada-Abkommen, die TTIP-Verhandlungen, so wie das dort geregelt ist, bleibt es einfach ein privilegierter Zugang für eine bestimmte Gruppe. Das braucht man nicht. Ja. Das wollten wir da noch einmal deponieren, damit auch unser Kontra begründet ist. Und wozu ich ja sonst nie Stellung nehme, das haben wir uns auch vorgenommen, was diese Frage, die uns von der ÖVP immer da einerkennt wird, wann gehen wir denn endlich in die Leseräume? Ja dann, wenn wenigstens ein paar minimale Verbesserungen erreicht sind. Das Parlament verhandelt ja auf Druck der Fraktionen, nicht zuletzt auf Druck der Grünen Fraktion, dass man da wenigstens vernünftigerweise länger dort sich mit den Dokumenten befassen kann, mit den Dokumenten, die man will, möglicherweise alle auf einmal, und nicht diese völlig eingeengte Vorgangsweise, die in Wahrheit ja einer Käfighaltung von frei gewählten Abgeordneten gleichkommt. Das können wir nicht akzeptieren. Das muss also verbessert werden. Das werden wir erreichen. Dann werden wir auch lesen gehen. Ja, und im Übrigen macht euch keine Sorgen. Wir wissen sonst da relativ gut, was da vorgeht. Nicht erst seitdem das Ganze sowieso geleakt wurde. Also, da kann man uns diese Schleifen dann zukünftig ersparen. Ich wollte das noch einmal noch auch fürs Protokoll hier festhalten. Danke. Eins zu eins, oder, bei der Abweichung vom eigentlichen Thema.